Wir haben in letzter Zeit viel diskutiert. Leute, diesen Kanal hier oder andere Mathekanäle oder Physikkanäle und so weiter und so fort, die dürfte es eigentlich gar nicht geben. Es dürfte keine Nachhilfe geben. Das darf alles gar nicht sein. Warum? Ja, wenn die Lehrer nicht richtig erklären, dann muss man sich eben solcher Hilfsmittel bedienen. Aber so geht das nicht. Das funktioniert nicht. Was wir immer wieder diskutiert haben oder was auch in der öffentlichen Diskussion ist, es fehlen Lehrer, sie sind krank in Anführungsstrichen oder wirklich krank, weil sie von den Schülern überlastet sind und so weiter. Es gibt fachfremde Vertretungen, da werden Videos geguckt, es gibt Fridays for Future, die Schüler werden irgendwie bei Laune gehalten oder, ach Mann, 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 Schüler werden mit Abschreiben der Tafelbilder beschäftigt, um sie ruhig zu stellen, um wertvolle Unterrichtszeit totzuschlagen. Die Schüler lernen bzw. trainieren keine Grundlagen mehr. Das Einmaleins oder richtig zu lesen oder richtig zu schreiben. Das Einmaleins braucht man zum Beispiel dafür, dass man sagt, naja, wenn ich das so locker kann, dann kann ich dem Matheunterricht richtig folgen. Richtig lesen, richtig schreiben braucht man dafür, dass man auch nachmittags die Hausaufgaben richtig machen kann, damit man überhaupt versteht, worum es geht. Mittlerweile, es ist auch kein Geheimnis, es wurde auch offiziell schon diskutiert. Die schlechtesten Abiturienten, die werden dann Lehrer. Naja, weil sie Beamte sind, weil sie sich dann ein schönes Leben machen können und so weiter. Das wird alles diskutiert. Es ist ein Wahnsinn. Ja, bloß, wenn das so weitergeht, dann gibt es eine Abwärtsspirale. Leute, ich werde einen Link anfügen, wohin diese Abwärtsspirale führen wird. Und zwar in die Idiokratie, also in die Herrschaft der Idioten. Ich werde einen Link dazu anfügen. 3 Minuten, das lohnt sich. Das ist sogar lustig, aber eigentlich ist es sehr traurig. Und so weiter und so fort. Mit anderen Worten, die Schulen verkommen, die Schüler lernen immer weniger, die Lehrpläne werden ausgedünnt. Ich werde noch einen Link dazu anfertigen. Hier immer oben rechts erscheinen die Links, weshalb ich auch Mitglied des Bürgerforums geworden bin. Gerade darum, um wieder für mehr Bildung einzutreten und und. Genauso wissen wir alle, jeder Depp beschwert sich über irgendwelche Sachen. Mein Kind wurde ungerecht behandelt, falsch benotet. Es werden Noten abgeschafft und so weiter. Jeder Depp fordert irgendwelche Sonderrechte. Und jeder Vernünftige ist still und will die Schule irgendwie überstehen. Das kann doch nicht wahr sein. Was ich ganz genau weiß: Die Vernünftigen sind in der Mehrzahl. Ich weiß es aus meinem Unterricht. Aber die Mehrzahl, die schweigt leider. Übrigens, Fridays for Future nutzt ganz geschickt die natürliche Faulheit des Menschen. Also schulfrei. Und machen wir uns nichts vor, wenn die Schule keinen Spaß mehr macht, wenn man die Schule bloß so überstehen will, dann ist schulfrei auch ganz angenehm. Ich weiß aber auch, und auch dazu werde ich einen Link anfügen, Fridays for Future hat ganz strenge Vorgaben durch ihre Anführer bekommen, was zu sagen ist, was zu schreien ist und so weiter. Auch dazu den Link. Ich weiß aber auch, es gibt genug Leute, die sich langsam wieder ausklinken. Also Fridays for Future verliert auch Anhänger. Das sind mutige Leute. Naja. Klar, machen wir uns nichts vor. Es gibt eine Schulpflicht, eine Anwesenheitspflicht. Man muss also die Zeit irgendwie überstehen, totschlagen. Aber warum nicht die Zeit sinnvoll nutzen, damit es nicht in die Idiokratie führt? Naja, und letzten Endes. Die Vernünftigen sind immer noch mehr und die schweigen? Warum denn? Nein, habt den Mut, beschwert euch. Beschwert euch beim Direktor, beschwert euch bei der Schulbehörde, beschwert euch bei Politikern, beschwert euch überall, dass das endlich aufhört, dass die Schule wieder ein Ort des Lernens wird. Beschwert euch über alles, schickt auch eure Eltern mit vor, über alles, was das Lernen erschwert. Ihr seid viel mehr. Ich weiß es. Werdet euch eurer Kraft bewusst. Na denn, das war mein Wort zum Sonntag und ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Aber ich muss das mal loswerden. Also, alles Gute für euch. Lernt was. Tschüss.